Stell dich einfach mal vor, dir gibt dann die Luft sprangen an, nicht direkt da nur um den Boden landen. Das wird doch cool, oder? Der Mr. Science, der weiss nur, dass den für zu schweben, gar nicht muss bis an die Weltall fliehen. Joseph, hast du Wurm dran oder wie? Nee, mir wird meinst du, was geschieht, wenn ich den Apfel hier an die Luft gehe? Ja, ein Verhältnis ruf. Genau. Weil dort Anziehungskraft ein Unzieht, an der als ENG. Das ist eine Akzelerationskraft, die den Apfel verdicht aufbremst und du noch immer mehr sehr fallen lässt. Sobald ich den Apfel rum abfängen, spürt den Schwerkraft, genau wie mir permanent. Wir sind schwer, weil die Masse von unserem Körper permanent wieder den Boden gezogen. Was wir mehr Masse haben, was wir mehr Schwerkraft spüren. Mein Gewicht, also die Schwerkraft, die ich spüre, ergibt sich aus der Erdanziehung mal meine Masse. Und das sind... Okay, ja. Mengen, das ist ziemlich viel, aber wir haben nicht in der Zeit, für ein bisschen Regime zu halten. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre, für Schwerkraft auszuschalten. Schwerkraft ausschalten? Das geht doch nicht mehr am Weltall. Ah nee, das geht auch auf der Erde. Und an meinem Experiment von heute weisen ich euch, wie ihr die Erdanziehungskraft austricksen kann. Guck mal hier. Okay, dein Apfel fällt ja noch immer selber drauf wie für drin. Ja, mit dem Unterschied, dass der Apfel an der Küste nicht merkt, dass er drauf fällt, weil er ja keinen Luftwiderstand spürt. Guck mal, was mit der Kamera an der Küste filmt. Tatsächlich, der Apfel schwirft an der Küste. Effektiv, wenn der Boden von der Küste mit der selben Kraft nur gezogen wie den Apfel, kann dieser nicht mehr absetzen. Die Küste ist am Freifall, aber dran den Apfel schwerlos. Ja, für den Apfel habe ich also fertig gebraucht, für kurze Zeit die Schwerkraft auszuschalten, ohne an den Weltraum zu fahren. Cool, ne? Okay, beim Apfel klappt das ja, aber wie willst du das dann machen, Joseph? Du passt ja aber definitiv nicht an die Küste. Na ja, schon mal, viel mehr ein Großküst rausgesicht. Guck mal. An dem Großküst steht bei der ESA, European Space Agency, zu Bordeaux. Mit Mr. Science, du können doch nicht einfach so ran. Ich wusste. Stopp. Oh, Mr. Chang, okay. Merci. Oh, anscheinend kennen Sie den Scheier Frankreich auch schon. Ihre Avalos geht zwei Sachen, sich adäquat undoen und zweitens die große Küste sichern. Das tut denn, das müsste Sinn. Boah, was ist denn über das? Parapoch von meinem Experiment für vier Drohnen sind ich den Apfel am Küsten. Das ist die Fliege hier. Ja, Mr. Science, aber wie schießt dann die Fliege an die Luft? Na ja, die schießt sich selber an die Luft. Und zwar, indem sie ein Parabol fliegt. Das ist so etwas wie das heute. Dabei entsteht selbst wie an einer Plastikkugel am Bauch vom Flieger Schwerelosigkeit. Es sind natürlich nicht allein hier geworden, aber mit mir sind eine ganze Gruppe einer Forschungsequipen, die Experimente an der Schwerelosigkeit machen. Und das könnt in einer anderen als ein Astronauten so gut. Hier am Cockpit sitzen hier nur drei Piloten. Für so eine Maschine, um so eine spezielle Flucht zu steuern, das ist nämlich gar nicht so einfach. Man muss ganz genau richtig fliegen, für da auch 0G-Bannen am Raum sind. Attention, attention, Mr. Science, please fasten your seatbelt. Sie rufen mich schon, da muss ich mich noch sehr installieren gehen. An dummer der Aste Joseph singen kann, hat es drama kleine Schritt nicht nur. Für dich muss der Valoma nach dem Wo um Boden fixieren, sonst fliegt er ja nur auch durch gegen Joseph. So, für die erste Parabol lehne ich mich aber nur auf den Boden. Dass man nicht schlecht geht. Das ist keine schlechte Idee. Am 10 Sekunden geht die erste Parabel los. Ach, das komische Gefühl. Hallo? Oh, oh, ich fliehe. Ich kann nicht leben. Oh, oh, da ist jemand. Da ist jemand. Das ist unbeschreiblich, kann ich sagen. Ich kann nicht leben. Also ich bin an einem freien Fall. Ich weiß nicht mehr, wo innen der Nerven ist. Das ist wirklich... Oh, ich bin an einem Flieger, der fällt. Und ich... Oh, oh, also sind schon schwer.
Gut, schau aber zurück zu deinem Experiment. So, dann testen wir schon mal mehr Gewicht. Injection. Huch, also ganz leicht. Ich weiche gut nicht mehr. Ich weiche 0 Kilo. Das ist fantastisch. 0 Kilo. Das tut noch ein Regime, den ich empfehlen kann. Und Gefühl als einfach nicht mehr. 20. Nicht mehr göttlich, kann ich sagen. 30. Das wie Flee. Gut, Josef, du hast gewonnen. Ohne Regime weißt du noch. Also ich muss sagen, das ist die müllste Experienz, die ich je in meinem Leben gemacht habe. Tja, just das mit dem Aufholen, das hat nicht so richtig geklappt. Ciao. Tja, Mr. Science, dann musst du wohl richtig aufholen, für Männer zu weihen. Oder wie wäre es, wenn du an den Weltall wohnen gehst?